wir waren auf jeden Fall noch nie so gut vorbereitet auf ein Event. Alter! Ja! So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bzw. morgen geht's so richtig los. Wir sitzen schon irgendwo im tiefsten Osten in einem Hotel und warten eigentlich auf den großen Tag, wo wir jetzt ein paar Jahre darauf hingearbeitet haben. Ne? Jahre nicht, aber Monate. Ja, ein paar Monate definitiv. Monate. Und zwar, Marios Golf ist soweit fertig abgestimmt und morgen geht es aufs Race 1000, halbe Meile. Mal gucken, was das Ding so kann. Extrem schwieriger und spannender Moment immer. So, weil jetzt darf man immer nicht vergessen, das sieht immer alles so locker, flockig, einfach aus. Es ist und bleibt aber ein Golf 2. Mhm. Mittlerweile mit 948 PS. Mhm. Wir waren auf dem Prüfstand. Mhm. Das war witzig. Eigentlich wollten wir nur ein paar Sachen kontrollieren, ist dann doch wieder ein Tucken mehr Leistung geworden. Jetzt sind wir bei 948 PS bei knapp über 2,4 Bar. Ja. Und als allererstes zeigen wir euch jetzt einmal kurz, was auf dem Prüfstand passiert ist. So, meine Damen und Herren, wir sind mal wieder bei Core Tuning in Launau auf unserem Heimatprüfstand. Heute ohne Kameramann, deswegen übernehme ich das heute mal selber, weil das Race 1000 steht bevor und wir wollen einfach noch mal eine finale Map rausfahren und mal gucken, was vielleicht noch so geht. Heißt im Klartext, wir haben die Ventilfedern getauscht, haben zusätzlich, wie ihr im letzten Video gesehen habt, ein paar Ringe runtergelegt, dass wir noch ein bisschen mehr Vorspannung haben und gucken jetzt mal, ob oben raus bei mehr Druck nicht zufälligerweise dieser Knick, dass die Leistung wegfällt, weg ist. Zusätzlich hat Marius ganz spontan heute nochmal schnell eine Motorbrücke gebaut, beziehungsweise uns gefiel diese Version nicht immer auf die Dome zu gehen. Jetzt gehen wir direkt auf das Federbein, gucken gefühlt einen halben Meter über das Auto raus, haben dann nochmal eine Querstrebe dran, dass man das Ganze jetzt richtig schön mit zwei Spanngurten nach unten ziehen kann. Ja. Als allererstes messen wir jetzt einfach mal die alte Map mit ein paar Sachen angepasst und gucken einfach mal, ob wir wieder in Richtung 870 PS kommen und dann geht's weiter. Ja, wir gehen mit sportlichen 861 PS ins Rennen. Was war das jetzt an Druck? 2,2 Maximum. 2 Bar. Das heißt, du würdest da jetzt mal gerne ein bisschen Druck stellen, oder wie? Ja, wäre nicht viel, ne? Mhm. So, ich passe das jetzt hier einmal kurz an. So, ich habe jetzt mal ab 6000 ein bisschen mehr Taktung gemacht. Also schon genau das, was er eigentlich machen soll. Na, Alter! 905. Krass, fast 1000 Newtonmeter auf dem Tower getrieben. Du kannst auf jeden Fall nicht davor stehen, es ist unmöglich. Heftig, ne? Du bist sofort taub. Ja, 935. 1200 Meter. Yes! Geil! Weil klingt tut es witzigerweise irgendwie alles gleich. Also hören tust du 30 PS nicht.
weiß, wenn es jetzt dein Auto wäre, würdest du nicht nach Hause fahren. Was hat er jetzt gemacht? 2,4 oder so? Oder was hat er jetzt gemacht? 2,5 bei, ich sag jetzt mal, 7000. Und dann fällt oben aus der Druck ab. Und das ist auch das, was die Leistung jetzt hier wegnimmt. Also ich würde jetzt gar nicht viel machen mehr. Zumindest jetzt nicht fürs erste Event. Er war jetzt viel zu fett. Und jetzt nur die Kurve einmal sauber hinbekommen. Das heißt, du willst jetzt nach der Kurve takten oder was? Also du willst jetzt da noch ein bisschen probieren, durchzustellen oder was? Ja, ich mache Respekt dabei. Ich denke, er wird schon schnittig fahren jetzt auf jeden Fall. Guck mal, es sind 200 PS. Also, 250 PS zu letztem Jahr. Und also, wenn Lada kommt, kriegst du schon auf Prüfstandangst. Das ist die Hölle darin. Du denkst einfach nur, lass es zu Ende sein. Aber krass ist, wie sauber das von außen klingt. Also der Motor ruckelt nicht oder wackelt nicht. Vor allem die 1000 Newtonmeter, ne? Die stehen da von 5,3 bis fast 7,3, ne? Also die reißen da schon ganz gut dran. Die 0,72, die er jetzt gefahren ist, ne? Die waren genau gewollt hier. Also er fährt genau so, wie er nach Map fahren soll. Die hatte ich als Safety für den hohen Druck noch reingeschrieben. So, und die Map, das würde ich dann auch erstmal so... Da könnte ich mit ruhig schlafen. Das ist halt, wie gut das Auto reagiert. Das heißt, man muss ja da hinten aber logischerweise mehr takten. Genau. Ja. Ich habe auch ab 7000 nur mehr getaktet. Bis 7000 gleich, ab 7000 angezogen. Auch wieder ein bisschen. So, dass er jetzt so ungefähr 2,45 bar macht. Also wir sind immer noch in einem Bereich so von 3,5 bar im Trümmer. Das ist nicht die Welt. Und du kannst ja fürs Gewissen nochmal eine Kerzbus ausholen. Das ist auch geil. So schwer, die musste fast zu zweit fahren. Ja, aber das aber es hat mich irgendwie genervt, weil wir haben mit dieser Motorbrücke, die war jetzt kaputt gedrückt. Ja. So hier. Mega, 1000 Newtonmeter auf 0,2. Auf Serienabwechsel. Auf SFL von damals. Ja, geil, Alter. So, das ging relativ schnell und einfach heute. 4 Messungen. Ja, Gott sei Dank. Ergebnis blenden wir jetzt einmal kurz ein. 948 PS mit zarten 1000 Newtonmeter auf das 0,2-A-Getriebe. Ja, das ist jetzt geil. Genau richtig für Frontantrieb. Das sind jetzt 2, wir haben jetzt im letzten Lauf den Druck 2,5 bar knapp drunter gehalten, sodass die Kurve schön ist. Das reicht jetzt auf jeden Fall fürs Race. Es gibt auch so ein paar Vorbereitungen und dann geht's auf den Flugplatz. Ja, wir gucken mal. Aber man kann auf jeden Fall sagen, Turbolader war nicht zu klein. Es war halt noch nicht richtig alles aufeinander, ich nenne es jetzt mal, abgestimmt. Mhm. Beziehungsweise man musste einfach ein bisschen gucken mit Nockenwellen, Ventilfedern und so weiter. Also an Leistung sollte es jetzt nicht mangeln. Nee, wir sind auf jeden Fall jetzt bei 62% Taktung oben raus. Das heißt, behaupte mal, man könnte hier heute die 1000 noch voll machen. Ist wenn aber, man ja wollte. Genau, ist jetzt aber erstmal vollkommen egal. Jetzt zählt erstmal einmal Event fahren, dass da mal was auf Anzeigetafel steht. Vielleicht fahren wir danach nochmal hier. Weiter geht's. Ja, wie ihr gesehen habt, 946 PS. 948 PS. Ja, wir wollen ja nicht 2 PS nur unterschlagen hier. Jetzt wieder, was ich eigentlich sagen wollte, ist, selbst wenn es nur ein Frontantriebauto ist, was natürlich in den ersten Gängen erstmal nur durchdreht, ist dann natürlich die Hölle, was im fünften Gang passiert. Mal gucken. So, das heißt, man darf es nicht unterschätzen, was bei so einem 900 Kilo Auto mit über 900 PS, das heißt, wir sind in dem Moment wirklich bei über 1 PS pro Kilogramm. Mhm. Das hatte ich selbst mit meiner Limo bis zum Schluss nicht, um das nochmal so kurz in den Raum zu schmeißen. Darf man wirklich nicht unterschätzen, was da so oben rausgeht. Das heißt, das wird dann auch irgendwann ein bisschen gefährlich. Mhm. Definitiv. Deswegen hat Marius auch nochmal einen vernünftigen Sicherheitsgurt, Anschnallgurt. Genau. Und so weiter in das Auto gebaut. Jetzt werden sich viele fragen, wenn sie später das Video sehen, was ist mit den Felgen passiert. Können wir da mal drauf eingehen. Da sind so schöne Plastikabdeckungen drauf. Genau. Aber da bin ich ja schon der zweite im Haus mit. Die gab es ja schon mal vorher. Genau. Die hatte ich ja damals bei meinem BBS Le Mans schon gemacht. Nee, an der Stelle nochmal vielen Dank an Mutlu. Der hat die Felgen einmal leicht abgedreht, eine Phase reingemacht, weil wichtig ist halt, dass diese Scheibe zu 100% zentriert ist. Mhm. Und jetzt ist die Felge komplett glatt.
Das heißt, jegliche Luft, die am Auto vorbeiströmt, kann nicht mehr in die Felgen reinströmen, sondern einfach nur gerade am Auto vorbei. Genau. Also wir versprechen uns da nicht irgendwie 10-15 km/h von, aber es wird hoffentlich ein bisschen was bringen. Ja. Man darf ja nicht vergessen, in den Bereichen, wo wir uns bewegen, sind es ja wirklich nur Nuancen. Ja. So, das heißt, andere werden einfach hätten gesagt, bei 800 PS auf dem Prüfstand, so das reicht. Nee, das muss schon wirklich alles perfekt passen. Man muss auch ein bisschen Erfahrung haben, ein bisschen Erfahrung sammeln, wie man das Ganze angeht. Deswegen auch diese Testläufe, dass man so ein bisschen rauskriegt, erste Gang, zweite Gang, dritte Gang, vierte Gang. Weil das Schlimmste, was man machen kann, ist, dass man in den ersten Gängen schon so viel Leistung hat, dass das Auto unnötig durchdreht, das ganze System heizt sich schon auf und im vierten Gang geht einfach alles kaputt. Fünften Gang. Im fünften Gang, dann auf einer halben Meile macht es einfach nur Peng. Nee, das heißt, wir wollen mit minimalster Leistung bis an den fünften Gang ranfahren, damit das ganze System thermisch noch entlastet ist und erst ab dem fünften Gang volle Leistung. So, das heißt, ich tippe drauf, erste Gang Minimumleistung, zweite Gang Minimumleistung, dritte Gang wird so irgendwo im Bereich von zwischen 30% und 40% liegen. Mhm. Vierte Gang dann so in Richtung 70-80% und fünfte Gang dann voll. Ne? Ja, ist für mich noch ein bisschen spannend, weil ich habe es ja erst am Lausitzring erst quasi einmal getestet mit der auf die Distanz. Ne? Grundsätzlich ist es aber so ein Event immer für mich komplett relativ anstrengend, weil es muss in dem Moment halt einfach sitzen. Ne? Du stehst da ewig an, du wartest ewig, du hast eigentlich nur diese Chance in diesem Moment, dann stehst du da wieder eine halbe Stunde an. Ne? Je schneller so ein Auto wird, also damit ein Auto schnell im Ziel ist, heißt das natürlich, dass es schnell dahin beschleunigt. Das heißt, die Zeit wird immer kürzer, das heißt, die Schaltvorgänge werden immer wichtiger. Genau, und wenn der Fahrer 4 und 5 zum Beispiel versagt. Man sagt immer auf der halben Meile, der wichtigste Schaltvorgang ist 4 und 5, genau. Wie du sagst, weil du einfach in dem Moment schon am schnellsten bist. Das heißt, wenn du da länger brauchst, machst du umso mehr Strecke, ohne zu beschleunigen. Ne? Ja. Und das ist halt... Und das ist auch der mir schon immer am schwersten gefallen ist in dem Auto. Eigentlich ist es ja schon ein komplett anderes Auto seit dem letzten Mal. Genau. Also eigentlich habe ich nach 10 Jahren das Auto einmal neu gebaut, kann man fast behaupten. Das heißt, letztes Mal 282 km mit 700 PS. Das heißt, wir reden jetzt von 250 PS mehr. Damalige Gewicht? 930 Kilo so in den Dreh, ne? Ich meine, auf jeden Fall, wir werden jetzt, ist auch egal, ob es 930 waren, wie auch immer, wir werden ungefähr bei 50 Kilo weniger sein. Sei ich jetzt einfach mal so realistisch gegenüber dem letzten Mal. Ja. Aber die Technik ist halt wirklich, wenn man jetzt die eigentliche Technik, ist eigentlich gar nichts mehr gleich. Andere Übersetzung, anderes Getriebe, Differentialsperre. Einzig, was gleich geblieben ist, die Antriebswelle. Ja. Genau. Und die haben wir auch als Ersatz mit, weil das toi 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 immer noch die ersten sind, man weiß ja nie so. Aber sonst eigentlich radikal anders. Das heißt, wir haben uns, es gibt so ein Ziel in der halben Meile und das ist halt immer 300 fahren. Deswegen dafür habe ich das Auto eigentlich mal gebaut. Und eigentlich hat jeder so in der Leistungsregion so das Ziel, die 300 zu fahren. Ich würde es dir uns auf jeden Fall gönnen, weil die letzten Monate waren definitiv hart. Ja, ich bin gespannt. Ich bin jetzt keiner, der irgendwie jetzt da morgens auftritt und sagt, so, ich fahre ja auch 300. Das ist halt immer, dafür kann zu viel schief gehen. Ich bin erstmal froh, wenn es überhaupt gut läuft und gut fährt. Und mit, keine Ahnung, 92 plus fahre ich auch gerne nach Hause. Aber ich weiß auch, wie sehr du dir die 300 wünschst. Weil ich fast kann, mehr als ich. Ich kann auf jeden Fall sagen, wir waren auf jeden Fall noch nie so gut vorbereitet auf ein Event. Ja, das stimmt. Also eigentlich habe ich jetzt noch mal eine Woche komplett nur, auch nach dem Dino liegt jetzt, glaube ich, eine Woche zwischen. Ne? Mhm. Also an der Vorbereitung dürfte es nicht mangeln. Es geht dann fast kaputt, was nicht vorhersehbar war. Deswegen, wir haben eigentlich alles getestet, haben alles rausgefahren. Aerodynamisch alles perfekt, Gewicht perfekt. Jetzt muss das Auto noch geradeaus fahren. Und der Fahrer fahren können. Der Fahrer fahren können, nicht zu aufgeregt sein. Aber deswegen würde ich sagen, ab ins Bett und wir sehen uns morgen früh in Neu-Hardenberg.
So, wir sind angekommen auf dem Race 1000. Noch ist es trocken, schön kalt, Motor kalt. Mario ist bestimmt schon dezent aufgeregt. Mario ist warm. Einen neuen Anzug hat er, steht hier. Ja. Müssen wir am Dekor, müssen wir noch ein bisschen arbeiten, aber das war in der Kürze der Zeit nicht drin. Aber ist jetzt in den großen Klassen Pflicht, finde ich auch vollkommen vernünftig. Genau, ich habe es auch für mich selbst und für meine Familie gemacht. Ein bisschen Sicherheit ist immer gut, ne? So, ja. Bist du aufgeregt? Auf jeden Fall. Muss. Ich glaube, jeder ist auch schon da. Ich glaube, jeder, der jetzt Nein sagt, glaube ich, lügt. So, wichtig ist auf jeden Fall, erste, zweite, dritte Gang voll draufhalten, nicht zu früh schalten. Mhm. Ich würde nicht aufs Display gucken. Ich würde nicht aufs Display gucken, sondern. Ist ja eine Motorsportveranstaltung. Nicht aufs Display gucken, sondern aufs Fahren konzentrieren. Scheiß drauf, was da steht. Ne? Ja. Ändern können wir es eh nicht. Wichtig ist nur, dass du drauf hältst. Ne? Wir gucken mal. Gut anschnallen, gut vergurten und. Ab geht's. Wir drücken alle wieder auf. Ne? Marius gerade ist. Man sieht es ihm auch so ein bisschen durch den Helm ins Gesicht. Aber verständlich, wir haben wirklich, ich glaube, über ein Jahr jetzt geschraubt, um jetzt einen Lauf final abgestimmt und so weiter zu fahren. Also einfach Daumen drücken jetzt. Das war Lauf Nummer 1, das ist der knapp 291 km/h, das heißt, wir sind schon 700 gut dabei. Und gefühlt Audi jeder Gang einfach nur durchgedreht. Ich bin gespannt, was Mario sagt. Und dann gucken wir uns den nochmal an. Ist es der Herr Schneider mit 5. So, erster Lauf, 291 knapp. Brutal. Wir konnten leider akustisch fast nichts hören. Ich auch nicht. Wie lief's so? Brutal. Also es waren Fahrfehler ohne Ende drin. Vor Aufregung auf die Kupplung im zweiten Gang getreten, obwohl ich noch gar nicht schalten wollte. Das hat man einmal knallen. Das war ein Fehler und 4 und 5 ging aber ganz gut, aber es war jetzt noch gar nichts No-Lift-Shift geschaltet. Also 4 und 5 auch noch nicht? Gar nichts. Okay. Aber fünfter Gang ist wirklich... Also man hat von hinten gesehen, dass du locker 3 Meter links hinten bist. Ja, das merkst du während der Fahrt nicht. Aber es fährt sicher, aber es geht... Also fünfter ist brutal. Okay. Muss ich wirklich sagen. Aber sonst fühlt es sich auf jeden Fall... Ja, es fährt mega gut geradeaus und so, Gänge flutschen, das ist alles toll. Ja. Man hat doch noch relativ lange den fünften Gang drin, hätte ich gar nicht gedacht. Mhm. Also da... Wie war es mit Traktion? Gefühlt haben alle Gänge durchgedreht. Genau, ich bin der Meinung, der fünfte war so eine Mischung aus, es fährt noch, aber es dreht trotzdem. Und vierte? Vierter hat definitiv, bin ich der Meinung, noch durchgedreht, aber du wirst es mir gleich sagen. Okay, aber das können wir uns zum Glock angucken. So, wir gucken jetzt mal in den Lok rein, was eben gerade bei dem Lauf passiert ist. Also, Auto läuft perfekt, macht genau das, was es soll, eigentlich. Heißt, wir sind im fünften Gang oben raus ungefähr die Leistung vom Prüfstand gefahren. 2,5 bar, 950 PS. Das Auto hat allerdings wirklich bis ins Ziel durchgedreht. Das heißt, wir haben mittlerweile an das Steuergerät bzw. an das Display die 4 Raddrehzahlsensoren angeschlossen und können somit jetzt Raddrehzahl vorne zu hinten vergleichen und sehen somit, wie stark er durchdreht. Und jetzt kann man einfach die beiden Kurven hintereinander legen. Die gerade Linie ist in dem Moment die Räder hinten und die obere Linie hier sind Räder vorne. So seht ihr hier zum Beispiel schon eine Differenz von 42 zu 102 km/h. Ne? Und so zieht sich das durch den ganzen Lauf durch. Man sieht immer schön, hier schaltet er, da sind die Geschwindigkeiten wieder gleich. Dann kommt der nächste Gang, bumm, dreht er wieder durch. Das ist jetzt der zweite, bumm, dreht er wieder, bumm,
dritter wieder und so geht das weiter. Das heißt, wir haben massive Traktionsprobleme noch. Wir schrauben jetzt in den einzelnen Gängen den Druck weiter runter und werden auch mal testen, die Drosselklappe nicht ganz so weit aufzumachen. Und sonst lassen wir alles so weit, wie es ist, weil es eigentlich perfekt ist. Nächster Lauf, mal gucken, was jetzt passiert. Wir haben ein paar Sachen angepasst. Marius ist ein bisschen ruhiger. Jetzt will er auch mal Vollgas schalten und vielleicht finden wir noch ein paar Karma. Schon traktionsmäßig besser, hat deutlich weniger gedreht, zumindest in den entscheidenden dritten, vierten Gang. Mal gucken, was Marius sagt, wie die Schaltvorgänge und so weiter waren. So, wir haben ihn gefunden. Ja, wir sind nicht schwer. wie lief's? Ich glaube besser, ganz gut. Mhm. Auf 2,92? Genau, immerhin. Ich bin aber der Meinung, dass wir jetzt im vierten Gang hätten mehr Leistung fahren können. So genau hat sich angehört. Ja. Wie war, weil du hast auch richtig gehört, dass der Zeitpunkt, wo du in den fünften geschaltet hast, ja, viel später war. Es hat viel länger gedauert, bis du da warst. Genau, ich saß da drin und dachte, okay, das wird jetzt 2,85 oder so, weil ich habe das die Fahnen schon gesehen. Ja. Also er beschleunigt dann im fünften wieder brutal. Und hat er im fünften wieder gedreht oder besser? Nee, das war jetzt, also ich glaube, der Lauf war schon ziemlich, ich will nicht sagen perfekt, aber ziemlich gut, da hat jetzt nur im vierten Leistung gefehlt. Also ich würde es so lassen und im vierten ein bisschen hoch. Das kriegen wir hin. Aber hey, das sind die 300 der Herzen. Ja, so, hat ganz gut funktioniert. Es waren jetzt 299,5, da wird Marius sich auf jeden Fall freuen. Hat sich auf jeden Fall gut angehört. Ja. Hör auf, Alter. Das ist, ey. Ah, fuck, egal, trotzdem geil. Fast. Ich glaube, viel ärgerlicher haben wir gerade schon gesagt, kann es gar nicht sein. Nee. Aua, das halbe kmh. Ihr hättet die Ampel ein bisschen verschieben müssen einfach. wie war es sonst so von vorne? Ja, sonst war gut. Das läuft richtig gut. Das heißt, durchdrehen? Ja, ich bin der Meinung, hier und da können wir da ein bisschen auflegen. Das wollte ich hören. Also einmal würde ich auf jeden Fall noch fahren. Ja. Mal gucken, was wir noch so finden. Hoffentlich winkt das nicht zurück. Ja. Ich denke auch, ein Lauf ist auf jeden Fall noch drin. Aber krass, wie gut der gerade ausfährt, ne? Ja. Weil das ist gefühlt auch besser geworden mit weniger Luftdruck jetzt. Das klappt. Perim ist auch noch da. Alu Downpipe ist noch da. Alu Downpipe ist noch da, alles noch da. Ja, so, wir gucken uns das mal an und dann geht's auch schon weiter. Alle noch mal schnell den Lok durchgegangen, haben noch mal ein paar Kleinigkeiten angepasst, da kommen wir später drauf. Wir sind nämlich auf den letzten Metern hier und müssen uns jetzt bisweilen. Müssen wir noch einen Lauf hinkriegen. Ja, der gehört natürlich zum Team Alles Rutten, Philipp Pers. Ja,
Kamera, da ist sie. Ja, danke. Ich würde sagen, in diesem Sinne, alles richtig gemacht, top gefahren. Wobei gefahren war schlechter als beim zweiten Mal davor, ja. Ja, aber es klang, haben alle gesagt, extrem sauer. Also hat wirklich ja, gut funktioniert. Ich würde sagen, wir lassen es dabei für heute, oder? Nochmal. Nein, jetzt ist wieder und aufladen. Glückwunsch. Vielen Dank. Hat sich die harte Arbeit gelohnt, ne? Ja. Und wir hatten mal wieder Spaß und uns fällt bestimmt fürs nächste Video nächste Woche schon wieder irgendwas Neues ein. Ciao. Alles klar, ciao. Zeig mal. Philipp denkt, der kann er sich ins Büro stellen, aber gibt's nicht. Stell ich mir nach Hause.